Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit den Bayern in einer frischen neuen Aufnahmesession. Ja, letzte Runde bzw. letzte Aufnahmesession. Sei ruhig, wenn ich hier rede. Haben wir ja begonnen mit dem Amerika-Einfall. Ein Kommentar war ja vor ein paar Tägchen, dass wir vielleicht erst Polen und Russland angreifen sollten, aber naja, daraus wurde dann doch nichts. Okay, wir haben hier in Amerika so verdammt viele Rebellengebiete, die werden so leicht zu besetzen sein. Mich wundert es ja persönlich, dass Louisiana keinen eigenen Staat gebildet hat. Tun die das? Ach nee, tun sie, aber die sind ja dann unter französischer... Und danach dann nicht mehr. Ja, okay. Ja, ist dann alles klar. Ja, in Amerika haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Wir können uns nicht mehr wirklich fortbewegen. Ja, doch mit denen, aber die bleiben temporär erstmal da, bis hier Miliz rekrutiert ist. Die laufen eh gerade noch hoch. Schauen wir doch mal nach Amerika, denn wir haben 9000 übrig. Oh, geil, damit können wir nicht mal einen Hafen ausbauen. Yeah. Bayern. Kriegsmüdigkeit. Leute, was da los bei euch? Wieso Kriegsmüdigkeit? Leute, mal ernsthaft, das geht so nicht. Jetzt habe ich schon Bayern. Alter Schwede, ich werd wahnsinnig mit euch. Leute, 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 ich kann... Vor allem, das ist ja jetzt so fett. Das kann ich nicht ausgleichen. Oh, Auswanderung zu Kolonien. Jetzt geht's los. Ja, kaum hat man mal hier Amerika oder so, schon wandern's alle aus. Hä, ja, die Scheiße ist halt bloß, dass jetzt auf einmal der Wind losgeht. Hey, sei ruhig da draußen. Ja, ich müsste eigentlich die abreißen, aber... Frage ist, kann ich die Rebellion niederschlagen? Ich rekrutiere hier mal gute Armee. Heißt, ich mache mal ein paar Linieninfanteristen. Oh, die haben sogar Erfahrung. Ey. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Armee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die dürfen auswandern. Und zwar temporär nach Köln. Dann rekrutiere ich noch eine Leibwache. Zack. Ja, jetzt hätte die Miliz da bleiben können. Egal. Nee, also... Wenn die Münchner nicht hören wollen, dann müssen sie halt fühlen. So geht's mal gar nicht. Und die Milizen kann ich auch mal nach oben ab beordern. Mist. Wir müssen jetzt einmal da komplett rumlaufen. Ernsthaft? Wo können wir die Milizen hin tun? Naja, haben wir nicht hier noch ein schönes Dampferschiffchen? Ja doch, das haben wir. Nein, da haben wir nur Truppen. Haben wir hier kein Transportschiff mehr? Moment. Das können wir doch hier so leichter nach... Nee. Nee. Listen. Listen was, genau. Flotten. So, wir haben jetzt hier unterwegs nach Europa. Ja, der ist schon auf dem Weg zurück, genau. Aber es dauert mir zu lang. Ich rekrutiere hier noch schnell ein Schalüppchen. Zack. Und dann darf die Armee abbeordert werden. Sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt aber auch wirklich... Ich habe den Computer neu gestartet. Ich habe einen Razer Game... Ich habe einen Game Booster an. Und es laggt. Options. Grafik. Nicht so weich. Mittel. Texturenfilter. Runter. Mittel,
Mittel. Mittel. Mach mal. Sieht wahrscheinlich jetzt kacke aus, aber lieber kacke als laggy. Prost. Alter Schwede, was braucht denn da so lang, ey? Es ist ja warte mal da. Hat sich... Ah, okay. Hat sich was verändert? Wahrscheinlich dann auf dem Schlachtfeld sieht man es dann eher. Performance-technisch merkt man schon ein bisschen was. Mhm, gut. Ja, wenn es weiter nichts ist. Ja, man merkt schon ein bisschen, leider. Aber na gut. Kann man nichts ändern. Ja, es war's dann eigentlich soweit. Mehr kann ich eigentlich vorerst gar nicht machen. Gut. Die in München müssen wir ja leider niederschlagen. Geht ja nicht anders. Weil, ganz ehrlich, Leute, ich habe schon die Steuern für die Entler. Wieso die jetzt auf einmal Kriegsmüdigkeit bekommen haben, ist mir eh fraglich. Ich meine, wir sind die ganze Zeit hier am Winning, Winning, Winning und die Kriegsmüdigkeit hier. Pff. Ich sag dazu nur eins. Die haben einen Vogel. Aha. Russland tut Truppen abbeordern. Gut. Maratenreich greift mal wieder die Württemberger an. Die lernen es nicht, dass sie unterlegen sind, oder? Oh ja, macht schön alles kaputt bei denen. Vereinigte Staaten. Jetzt sind wir ja mit Quebec. Was macht Quebec? Nix macht das Quebec. Gott, war der flach und scheiße. Oh, mal gucken, was die Piraten jetzt machen. Ah, die bewegen sich gar nicht zu uns. Haben sie Angst? Oder was? Austauschbare Teile. Oh, oh, da ist wer gestorben, da ist wer gestorben. Natürliche Ursache. Arbeiterstreiken, weiß ich doch. Natürliche Ursache. Admiral! Ah. Ich wusste es. Ich wusste es. Genau deswegen habe ich ihn nicht mehr hergeschickt. Admiralsflaggschiff, dritter Klasse. Plump, Baubericht. So, gehen wir wieder durch. Pelzmarkt. Ausbauen, Pelzbörse. Hier... Ausbauen, Webhütte. Hier, ausbauen, geteerte Straßen. Gibt's sonst noch was? Nee, sonst nur lauter Fabriken. Flotte kommt an! Zack. Hallo. Flotte bereit. Ja, dann darfst du gleich mal wieder in den Mittelmeerraum, würde ich sagen. Oder? Ja, für den Mittelmeerraum haben wir jetzt die Schaluppe. Das passt soweit. Aha. Da haben wir ja auch noch eine. Aha, Moment mal, Rekrutierung, Nordsee. Hier haben wir zwei Linienschiffe erster Klasse. Okay, Flotte kommt an, die wissen wir ja. So, und dann Bayern, Neufundland, die da, genau. So, Moment, jetzt. Ha, ich hab jetzt gesagt. Dann die Schaluppe in der Adria. Ja, so. So, so, so. Drauf mit euch. Und ja, dann hier runter. Die Linieninfanterie ist rekrutiert. Linienschiff erster Klasse. Adria passt. Das heißt, mit denen können wir jetzt eigentlich auch rüber. Marine ist voll. Da geht nicht mehr. Und dann rüber mit euch. Nach Amerika. Und du darfst zum dampfbetriebenen Trockendock. Und wieso ist da keine... Wieso sind in den Häfen lauter keine Milizen drin? Mann, inakzeptabel. Es ist inakzeptabel. So, wie sieht's aus? Ja, da ist jetzt austauschbare Teile gemacht. Utrecht. Macht gerade noch Kartuschen und Bleiblech. Das sind aber auch dann schon die letzten. Moment mal. Hat das Maratenreich nicht eigentlich schon eh so gut wie alle? Da, Moment. Tanz mal an, ich will
Na, ich will keine Technologien. Ich will Technologien. Abschaffung der Sklaverei und Bramsegel für. Komm, schick mal den mal 20.000 rüber. Ich meine, ich hab's ja. Ja, wobei, fangen wir mal bei 10.000 an. Mal gucken. So. Was? Wir sind weder Kinder noch. Ja. Ihr habt's ja recht. Wollt euch ja eigentlich auch nur verarschen. Ich wollte ja eigentlich 15 bieten. Gib. Technologie. Abschaffung der Sklaverei. Bramsegel. Für 20.000. Ich glaube, die wollen einfach nicht. Wollen die für 1, also zumindest, dass wir mal 1 haben. Technologien. Abschaffung der Sklaverei. Wobei, warte mal. Ich glaube, Bramsegel ist in 4 Runden, Abschaffung der Sklaverei in 3 Runden. Wäre natürlich schon geil, wenn ich beides hätte. Muss man ja sagen, ne? Weiter. Technologie. Machen wir mal nur Abschaffung der Sklaverei. Für 15.000. Ja, das waren 150.000, was ich dem beinahe geboten hätte. So. Gib. Madre mia, ich werde euch irgendwann noch köpfen lassen. Alle. Ich könnte ja drohen, aber ich glaube kaum, dass sich das Maratenreich bedrohen lässt. Ich meine, die sind fast so groß wie wir. Ja, fast so groß wie wir. Wir sind größer. Gut. Ach, die Miliz ist rekrutiert. Und wir können loslegen. Ab auf den, wie nennt man die Hauptstadt von so einem blöden Stamm? Ich nenne es einfach mal ab auf den Ort. Aber Vorsicht, die Indianer sind komischerweise extrem stark, wenn sie als Gegner sind. Oh, Runden bis zur Kapitulation. Ah ja, das war ja das Geile. Die brauchen ja nur 2 Runden. Das ist richtig geil. So. Ja, wie mache ich das jetzt zum Schlausten? Ich könnte ja mal da reinfahren und nachschauen. So. Da ist Amerika. Weiter rein. Noch weiter rein. Ah. Der Weg ist versperrt. Oh, wie putzig. Oh, wie putzig viele Schiffe da drin sind. Den Hafen be. Oh. Oh, scheiße. Gleich noch mehr Bricks und Schaluppen. Oh mein Gott. Ich kann es kaum fassen. Das werde ich niemals besiegen können. Allein bei dem Anblick kriege ich schon fast keine Luft mehr. So. Nein, Spaß, Leute. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, was da mir entgegengestellt wird. So, wir suchen noch weiter nach Technologien. Mal gucken, haben die irgendwelche? Natürlich nicht, die sind ja unterbemittelt. Habt ihr irgendwelche? Natürlich nicht. Ich glaube, die einzigsten, die inzwischen noch mithalten können, ist das Maratenreich und die Schweden auch. Okay. Technologie. Auch die wollen nicht mehr. Die haben noch nicht mal Arbeitsteilung, die Spasten. Das ist krank. Was ist denn hier noch so? Ja, Bayern, die Cherokees, Großkolumbien, Inuits, Quebec, Württemberg, Pueblos, ja, die werde ich alle schon noch fertig machen. Keine Angst. Ansonsten, ja, die ganzen kleinen Nationen sind eigentlich nur noch in Amerika, oder? Ja, abgesehen von Württemberg. Moment, ich zähle mal kurz nach. Quebec, Amerika. Pueblos, Amerika. Die da, genau. Alle kleinen sind nur noch in Amerika. Das passt ja.
wir haben 54.000 übrig. Das ist ein bisschen viel, um die Runde zu beenden. Ich durfte ja leider nichts kaufen bei meinen guten Freunden. Die wollten ja nicht. So. Ausbauen. 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 Und wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Da ist der Glückliche. Ich habe irgendwie... Ah ja, da unten war noch ein Ausbau. Hier war ein Ausbau. Hier war schon ein Ausbau. Ja, dann ist es ja an sich schon ganz okay so. Gut, nächste Runde. Zack. Nix erwarten Befehle. Gibt's keine Befehle. Frag mich, wann mir die Russen den Krieg erklären werden und ich mächtig aufs Maul fliegt dadurch. Jetzt werde ich erstmal warten müssen. Mhm. Okay. Okay, gut. Russen haben mir immer noch nicht den Krieg erklärt. Ich glaube, das ist echt nur noch eine Frage der Zeit, bis die nicht mehr wollen. Die wollen, dass ich klein bleibe. Wow. Das war stark. Und schlagartig haben die Maraten doch gewonnen. Die ganze Zeit verloren, aber jetzt gewonnen. Mexiko mal wieder mit den Standardbewegungen. Quebec macht auch nichts. Die Piraten machen ein bisschen was. Überfallene Seeroute. Wo? Oh, Lappen. Die moderne Uni. Die moderne Uni wurde zerstört. Ui, süß. 5400. Pff, lächerlich. So, kommerzieller Hafen. Global, global, global. Fabrik, Fabrik. Den habe ich gerade ausgebaut. Ja. Passt, passt, passt. Sonst alles Maximum. Schön. Dann, ja. Jetzt war ich natürlich so schlau. Und hab die natürlich hier auf die Art und Weise besetzen lassen. Jetzt kann ich natürlich... Ah, schnelle... Sogar eine schnelle Galeone haben die. Was sind denn das für hässliche... Hey, ist los. Galeone, Galeone, Fleuten, Ostinienfahrer und eine Schaluppe. Süß. Ja, da darf ich echt nicht zu nah ran. Kann ich die aus dem Weg räumen? Oh! Wow! Da sind einige. Ah, okay. Sehr schön. Gut, dann war's das wieder mit der Folge. Nächste Folge gibt's eine ordentliche Seeschlacht. Und ja, bis dahin, auf Wiedersehen, habt noch einen schönen Tag.